Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal der Freelance Gamers, Project Zomboid. Es ist ein, wie so viele Spiele zurzeit, ein Zombie-Survival-Game. Das ist gerade so, man kann sagen, der neue Trend nach dem Zweiten Weltkriegskram, den wir letzten 20 Jahre hinter uns haben. Das Spiel ist recht durchdacht. Man könnte sagen, es ist das, was DayZ eigentlich sein sollte. Man hier wirklich um das nackte Überleben gegen Zombies, und es ist kein Spieler-PvP im Zombie-Szenario, in dem die Zombies keine Gefahr darstellen, sondern wirklich gut durchdacht, sage ich mal. Ja, werden jetzt einen neuen Spieler anfangen. Ich habe natürlich schon einen dabei, aber das ist meiner. Wir haben jetzt hier zwei Startpunkte zur Auswahl. Das ist eigentlich tatsächlich nur die zwei verschiedene Startpunkte auf derselben Karte. Das hier ist so der größere Stadtteil, das hier ist so der kleinere Stadtteil. Ich denke mal, wir kümmern uns jetzt einmal darum, dass wir hier im kleineren Stadtteil in diesen überleben werden. Wie stellen wir es denn ein? Zombies normal. Zombie-Startpunkte sind auf moderne Gebiete, sprich bewohnte, bevölkerte Gebiete beschränkt. Es gibt noch keine NPC-Überlebenden. Die werden noch reingepatcht. Es gab mal welche drin. Das gehörte mit zu einer Art Storyline, aber die haben sie gerade rausgenommen für Anpassungen. Die Tageslänge 1 Stunde. Echtzeit kann man auch sagen. Ich habe das auf 1 Stunde gehabt. Ich mache das jetzt mal auf. Nein, ich lasse es so. 1 Stunde. Stadtmonat, mitten im Jahr, Startzeit. Am frühen Tag. Man kann sagen, wann das Wasser abgeschaltet wird und wann der Strom. Denn, naja, die Kraftwerke laufen noch. Die Zombie-Apokalypse ist gerade erst geschehen. Naja. Machen das mal auf normal. Temperatur normal, das normal. Wasser- und Stromversorgung läuft nicht ewig. Okay, weiter. So, wer sind wir denn? Das ist eigentlich völlig piep egal, ob wir Männlein oder Weiblein sind. Ich sag mal, wir nehmen jetzt den fünften. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind Mary Turner. Das hat hier keine großen Auswirkungen. Die Haarfarbe, Körperbau, kann man da was ändern? Das ist nur die Hautfarbe. Das ist auch Schnupsi eigentlich. Was gibt's hier noch? So, wir können die gute Mary hier mal von der Seite sehen. Jetzt können wir hier einige Vorkenntnisse einstellen. Dickhäutig. Geringe Chance, dass Kratzer und Bisse in die Haut eindringen. Das heißt, die Chance ist geringer, dass wir von Zombies gebissen und zombifiziert werden, sprich selber sterben. Wir sind stark. Das ist eine mit der wichtigsten Eigenschaft überhaupt, dass hier sehr viel Nahkämpfe geben wird. Und wir sind zudem noch resistent gegenüber Lebensmittelvergiftungen, Erkältungen und natürlich Zombiebissen. So, jetzt haben wir hier -9 Punkte. Das heißt, man kann nicht nur gute Eigenschaften haben. Deswegen schauen wir nochmal durch, was wir hier noch alles nehmen können. Erstmal sind wir Gelegenheitstrinker. Wir werden sofort immer. Kriegen sofort einen kleinen Schwips. Zudem sind wir fett. Ist das jetzt wirklich sehr nützlich? Nein, ist es nicht, aber. Was nehmen wir noch? Unglücklich, tollpatschig, kurzsichtig, das ist alles Mist. Das ist alles nur Mist hier. Hypochonder. So. Mary Turner. Eine ehemalige Bauarbeiterin, die dickhäutig und geschickt ist im Bau von Dingen. Sie ist durch ihre Arbeit auf dem Bau sehr stark und Resistenz gegenüber Verletzungen. Allerdings, aufgrund der hohen Unfallgefahr auf dem Bau trinkt sie nur so wenig, was ihr natürlich eine geringe Alkoholresistenz gibt. Sie ist ein bisschen fett geworden. Naja, so ist das als Vorarbeiter. Da legt man mal ein paar Kilos zu. Und
Dummerweise, da sie draußen arbeitet, bildet sich manchmal ein, krank zu sein, was sie nicht ist. Es geht los. Mary, das ist dein Tod. Dies ist die Endzeit. Es gab keine Hoffnung auf Überleben. Dies ist, wie du starbst. Ja. Und werd fertig mit Laden, bitte. Dankeschön. So, hier haben wir. Ich mache mal kurz Pause. Hier haben wir unseren kleinen Erklärbär, der kann uns hier ganz tolle Sachen sagen, von wegen, hey, du musst dich selbst kontrollieren und dich überall reinrennen und so. Und lern doch mal was und pass auf dem Wasser auf und bauen Sachen und Zeug und pass auf, was die Typen nicht sehen können. Und koch den Mist, sonst wirst du krank. Was man so halt kennt. Hier haben wir allgemeine Infos über Murray. Es ist eigentlich unwichtig. Wir können sehen, wie viele Zombies wir getötet haben. Überlebende, die es noch nicht gibt im Spiel. Und natürlich, wie lange wir allgemein leben. Unsere Skills, schon wichtiger. Natürlich, je nachdem, was wir tun, steigen die Dinge. Und unsere allgemeine Gesundheit. Unser Inventar, wir haben hier ein paar Klamotten am Leib, ansonsten nichts. Das müssen wir ändern. So, eine Plastiktüte ist ein Container. Das ist toll, brauchen wir aber noch nicht. Wir packen erstmal ein paar Sachen ein. Erdnussbutter. Verzeihung, hier müssen der Spielstab. So. Mit dem, pass auf, dass du nicht gesehen wirst, heißt, mach die Vorhänge zu. Nein, nicht öffnen. Die Vorhänge zu. So. Wir brauchen Zeug. Wir nehmen erst einmal das Feuerzeug mit. Wir nehmen die Chips mit. Wir schauen, was wir hier haben. Fertiggerichte. Gefährlich, wenn gekocht, weil Bauchschmerzen und sowas. Ist klar. Plastiktüte ist ein Container, aber ein zu kleiner Container. Ein Hammer. Wir können ihn als Waffe benutzen, brauchen ihn aber vor allem zum Bauen. Ich rüste ihn jetzt aber erstmal als Waffe aus. Sieht so aus. Hurka! Ne? Schauen wir mal kurz durch. Buttermesser, auch eine Waffe, allerdings unbrauchbar, da sie abbrechen. Wir haben alles durch. Okay. Kühlschrank, sehr schön. Eine Wassermelone, Flüssigkeit und Futter. Pizza, Limo, Burger. Butter macht unglücklich. Minus 20, weil ein Stück Butter knabbern, ne? Ist nicht so, das war hier noch ein bisschen Chippies. Okay, wir schauen uns weiter um im Haus. Das sieht nicht gerade so groß aus, das ist ungefähr ein Modell von den Gebäuden, die ich baue, wenn ich die Sims spiele. Hier machen wir mal zu. Wir sollten noch nicht rausgehen, solange es regnet, denn wir werden sehr schnell krank durch sowas. Fischen für Anfänger packen wir mal ein. Wir sehen hier oben unser Maximalgewicht. Wir tragen 5 Kilo von 16. Können so eine Zeitung einpacken, dann nehmen wir mal eine. Das ist, falls es langweilig wird. Wir müssen manchmal das Advanced Fishing. Ich bin nicht so gut. Hier ist der Pott. So, ein Regal. Fischen für Anfänger, das ist schon besser. Viele Zeitungen. Seht ihr oben noch ein Bad mit. Die Laken sind wichtig, davon nehmen wir einmal eins mit. Daraus können wir uns Bandage machen und Seile und sowas. Oder auch, ja, Fenster vorhängen. Vorhänge machen. Wir haben hier oben zwei Waschbecken, das ist interessant. Marys Schlafzimmer, willkommen hier. Ein normaler Wanderrucksack, genau sowas wollte ich sehen. Weil wir nehmen den Zimmer rein. Tragen ihn auf den Rücken und haben einen zweiten Container, der mehr tragen kann als unser normales Inventar. Ist das nicht toll? Was schmeißen wir da alles rein? Wir schmeißen da alle Futtersachen rein. Hier Chippies, Erdnussbutter,
sag mal, alles, was man irgendwie verbrauchen kann, schmeißen wir da rein. Wassermelonen, Pizza, die Limo. Auch Zeitungen, denn die sind Verbrauchsgüter. Den Hammer behalten wir hier. Okay, in unser normales Inventar packen wir die Patronen. Denn wenn wir Waffen haben und den nachladen, dann wird nur das benutzt, was wir im Hauptfenster haben. Scheinbar hatte sie Kinder. Das tut mir sehr leid darum, Mary. Was ist das, eine Abstellkammer? Eine Kiste! Und noch ein Hammer. Den packen wir mal auf Reserve rein. Und nehmen die Karottensamen mit. Die packen wir auch in den zweiten Container. Dann kann ich einen Hammer als Waffe benutzen und den anderen, naja, für den eigentlichen Zweck. Und dort hinten haben wir schon unsere erste Freude entdeckt. Das ist die Nachbarin Lieselotte Müller, die immer meinen Einfahrt zugeparkt hat. Na, warte. Umschub und auf den Kopf. Ja, das war's. Hast du denn alles dabei? Eine Handtasche. Ihr seht es auch im Container. Der Rest ist unnütz. Wir können unsere eigenen Klamotten austauschen gegen ihre, wenn wir das möchten, aber das ist hier wirklich nutzlos. Es ist sehr warm draußen. Wie gesagt, es ist Juli. Und das hier ist ein. Oh. Das hier ist wohl kein sehr nördliches Land wie wir, die mal ein, zwei Tage Sommer haben. Hey, wie geht's dem Hund? Tot, wie es scheint. Irgendwas auf dem Grill? Nein. Und schon haben wir Durst. Ist er nicht toll? Wie es sich für einen Lebenskünstler gehört, trinken wir aus dem Klo. Ja, das schmeckt. Warte mal, ich möchte mal kurz, bevor ich jetzt noch losgehe, irgendwas futtern. Hier, Dörrfleisch. Davon haust du dir mal was im Kopf. Gut. Wir machen uns nun auf die Suche. Wir suchen eine Axt und wir suchen eine Säge. Das brauchen wir, um Bäume zu fällen und Sachen herzustellen. Dann bekommen wir ein kleines Crafting-Menü. Und zudem natürlich suchen wir noch Nägel. Ich schaue mich mal kurz um. Ich sehe hier keine weiteren Zombies in der Reichweite. Das ist gut, wir flitzen mal kurz herüber. Scheint eine bessere Wohnsiedlung zu sein, wo wir sind. Hallo, jemand da? Nein, das ist so ausgezeichnet. Brechen wir hier ein. Hinein. Hallo? Oh, hier ist nichts. Könnte man einen Staubsauger reinpacken? Ein schicker Glastisch. Hier mal Fischen für Anfänger und ein paar Magazine. Das brauchen wir gerade nicht. Hey, hier bekommen wir vielleicht Futter. Wir bekommen noch mehr Chips. Das finde ich super. Das packen wir ein. Chips können mit unserer Hauptnahrungsquelle werden, weil die brauchen eine ganze Weile, bis die verderben. Ihr könnt euch vorstellen, dass es bei Sachen wie Gemüse und sowas natürlich sich anders verhält. Und damit habt ihr recht. Wir können die ganzen Sachen natürlich tatsächlich benutzen, wie Kochtöpfe und Bratpfannen so zum Kochen. Doch zuvor möchte ich erst einmal überhaupt einen sicheren Punkt finden, bevor wir groß was machen. Und natürlich das übliche Stöbern nach Items. Und wir müssen ja nicht darauf achten, dass uns andere Spieler den Kopf einhauen könnten, sondern nur die Nachbarn. Ich wusste, er hat mich gestalkt. Scheiß Nachbar. Kommt auf den Kopf. Hast nur dabei. Nichts. Ein Rock, eine Weste. Mehr gibt es nicht anzuziehen.
beziehungsweise nicht mehr von Interesse. In Schulranzen, hier wo waren die Kinder. Draußen ist der fette Nachbar, hat keine Hände mehr. Oder aber sie sind blutig, da sieht man nicht so richtig. Ist aber auch nicht wichtig. Hier ist wieder einmal nichts. Wer hat denn dieses Haus geplant, bitte? Reinigungsmittel. Du hast minus 60, Unglücklichkeit minus 99. Ich kann mir vorstellen, weshalb. Was ist hier drin? Nichts. Ich habe da gerade irgendwas gehört, hier auch. War das hier im Haus? Sind ja besser mal ein wenig vorsichtiger. Ist das hier drin? Nein. Ah. Bloß Zeugen Jehovas. Hat die Zeugen Jehovas erwähnt. Keine Sorge, sie haben nur die Gemeinschaft, dass sie ungefragt anklopfen. So, da ist die gute. Hätte ich jetzt nicht eine Pistole schnappen. Okay. Sekundär ausrüsten. Und nachladen. Das ist manchmal die einzigste Alternative, wenn es zu viele werden. Man lockt da zwar mit die gesamte Nachbarschaft an, aber Zombies spawnen nicht nach. Das heißt, alle Zombies, die wir erledigt haben, auch wenn es Tausende sind, sie kommen nicht wieder, wenn wir sie umgebracht haben. Und hier fliegt eine fette Fliege für meinen Monitor herum. Schön wäre jetzt ein Baseballschläger oder sowas. Und ein paar Nägel. Kann ich mir einen Baseballschläger bauen. Mit Nägeln. Auf den Kopf. Nein. Auf unsere Mary eventuell. Ich kann es genau sehen. Zum Anbeißen aussieht. Finger von mir. Oh, hier sind auch eindeutig Leute drin. Und Tote. Uiuiuiui, bleib doch weg. Die Sache mit dem Hit and Run, wie die Amis sagen, also schlagen und abhauen, sollte man sich hier sehr verinnerlichen. Sie liegen nicht unbedingt beim ersten Schlag und sie folgen einem eine ganze Weile lang, bis sie einen aus den Augen verlieren. Ja, schlaf ruhig eine Weile. Ich möchte gleich dazu sagen, dieses Let's Play wird jetzt ein wenig unregelmäßig erscheinen. Ich mache das ja so nebenbei, weil mir das Spiel halt gefällt. Uiuiui. Mr. Anderson, was wollen Sie denn von mir? Und warum sehen Sie ungesund aus? Quatsch! Ah, es ist so wichtig, Stärke zu nehmen. Die Kämpfe würden so viel länger dauern, wenn man das nicht tut. Hier ist Verletzungsgefahr. Oh, hier hat einer blutigen Dünnschiss. Es tut mir sehr leid. Eine Zahnpasta. Reinigungsmittel. Unwichtig. Ja, bitte. Oh. Oh, beim ersten Mal. Trinken wir gleich mal was. Was haben wir denn hier so drin? Okay, noch mehr Saat. Das brauchen wir natürlich später, um eigene Sachen anzubauen. Und nochmal Erdnussbutter. Das hat uns ja gesehen. Dachte ich. Gucken wir nochmal, was wir hier haben. Hier ist nur Mist. Ich bin mal so ein kleiner unnützer Abstellraum. Da sind manchmal Regale drin, deswegen schaue ich danach. Ach so, das war ein Kühlschrank. Ich dachte, es wäre eine Tür. Wir gehen nochmal nach oben. Hui!
Kochen. Uah. Arschloch. Bleib tot. Mann, die Tapete gefällt mir jetzt aber gut. Landwirtschaft für meine Fresse. Der Nachhilfelehrer unseren Schülerin. Ich hatte so eine Ahnung. Noch wer? Naja, ich werde hier eventuell übernachten müssen. Es ist schon dunkel. Kochen für Anfänger. Habe ich das Buch schon? Man sieht, das Spiel ist nur halb übersetzt. Die Übersetzungen kommen auch nicht direkt von den Entwicklern. Das ist Kram, der von den Fans gemacht wurde. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Hallo? Okay, ich mache ja mal das Rollo runter. Gewöhnt euch schon mal daran, dass wir hier teilweise wenig sehen werden im Let's Play. Okay, es ist schon recht spät, aber ja, wir wollen schlafen. Das ist nicht sehr nützlich, nachts umher zu wandern. Das bringt uns eigentlich mal einen Scheiß auf gut Deutsch. Hui! Die zwei in der Besenkammer. Ja, Night Action. Bleibt ihr weg? Viecher. Jetzt macht doch mal das Containerfenster da weg. Das Lootfenster. Aufs Maul, Mann. Ich wusste nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Die war da mit dem zweiten Nachhilfelehrer in der Besenkammer. Wir können sie jetzt nicht mehr fragen, was sie da gemacht haben. Es ging wahrscheinlich um Experimente mit Schwarzraum und Dunkelkammern und so ein Kram. So, ich denke, wir haben jetzt eine ganze Familie ausgerottet. Das Spiel war nicht schlecht von Anfang. Was ist hier? Antidepressiva, das ist interessant, das packen wir ein. Weil man kann tatsächlich depressiv werden in diesem Spiel. Schippies, meins. Noch mehr davon. Das ist gut. Das Problem ist, haben die auch was Nötiges im Haus oder so? Hier, hau dir mal eine Orange rein, eine ganze. Hier unten ein Stück Käse. Nein, das machen wir nicht, das packen wir nur ein. Heide Witzka, da haben wir schon mal ein ganz schönes Jahr angerichtet in der Nachbarsgegend. Da oben ist ein kleines Gartenhäuschen. Da gehen wir jetzt einmal hin und schauen, ob wir da eventuell Werkzeug finden können. Ja, sieht, die stumpfen Waffen steigen schon an bei uns. Ich lasse das Fenster mal auf, da könnt ihr den Fortschritt verfolgen. Ui. Und auf den Kopf. Bleib tot. Ui, 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 ui. Auf den Kopf. Immer zwischen. Die Augen, meine ich. Ein Püppchen hat sie dabei gehabt. Das nützt mir allerdings nichts. Das kann sie behalten. Ist da noch jemand drin? Tatsächlich. Bleib unten. Alles klar. Nägel, wunderbar. Die habe ich gesucht. Beziehungsweise hätten es ruhig mehr sein können. Wie geht's mit unserem Hämmerchen so? Wenn ich mal fragen darf. Naja. Angeschlagen. Ich mache da mal kurz Übersicht.
Dahin begeben wir uns jetzt. Wow. Wow. Losgerissen. Statt tot gebissen. Das war knapp. Kriegst mich doch. Ich will dich nicht. Lüsterner, alter Sack. Lüsterner Sohn vom alten Sack. Bleib unten. Hast du was für mich? Du was für mich? Nein. Du. Ein Medaillon, Kopfhörer. Es bringt mir nichts mehr. Das ist ein großer Zaun. Almöhi. Hab mich gesehen, zu spät. Weg von mir. Und drauf und tot. Ah, zwei. Ich wollte eigentlich schon längst Pausenfolge machen, nur wie scheint lassen mich die Umstände nicht. Bleib tot. Dieses Mal. Ein Stift, ein Schaden, eine Waffe. Und Ohrringe. Okay, wir haben einen Skillpunkt für stumpfe Waffen. Kann ich mal machen. Gut, wir scheinen hier einigermaßen sicher zu sein. Das heißt, ich mache ja mal kurz einen Break und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, wenn es wieder heißt Project Zomboid. Ciao.